sich bequem aufs Ohr legen. Also das konnte sich meine Kollegin Sibylle Möck heute nun wirklich nicht leisten. Denn heute hat sie wieder einen Auftrag, möchte wieder mal jemanden überraschen, jemanden Danke sagen, der es verdient hat. Die Geschichte ist folgende. Vor gut 2 Jahren wurde Elke Herrmann plötzlich aus ihrem Alltag gerissen. Diagnose Brustkrebs. Was folgte, war eine große Operation und dann die Chemotherapie. Keine einfache Zeit für Elke, aber ihr Mann Heinz war stets an ihrer Seite. Auf ihn konnte sie sich immer verlassen. Jetzt, nach überstandener Therapie, möchte Elke ihm mal richtig dafür Danke sagen und auch anderen Krebspatienten dabei Mut machen. Sibylle, heute bist du in Bad Rippoldsau, Schappach im Schwarzwald, vor dem Haus der Familie Herrmann. Was habt ihr denn vor? Also Frau Herrmann kocht heute, hallo Annette, und zwar nicht nur für ihren Mann Heinz, sondern auch für 2 andere liebe Menschen, die ihr geholfen haben während ihrer Krankheit. Das wäre zum einen mal ihre Schwester Ute und ihr alter Freund Rudolf. Und die dürften vermutlich jetzt alle da drin sitzen im Warmen. Deshalb gehen wir einfach mal rein, denn die ahnen natürlich nicht, dass wir kommen. Und für ihren Mann Heinz, Herrmann, haben wir eine riesen Überraschung dabei. Das weiß er aber natürlich noch nicht. Ja, riecht schon nach Essen. Gehen wir mal gucken. Einfach weiter durchgehen. Hier. Hallo. Frau Möck. Hallo. Guten Abend. Alles klar? Alles klar. Alles bestens. Ja. Wie geht es da drin an, die irgendwas, Frau Herrmann? Es ist so leicht, weil der Umstand ist halt doch ein bisschen ungewöhnlich. So unter der Woche meinst du? Ja, genau, genau, unter der Woche. Ja. Gell? Okay. Weil es ist ja eigentlich jeder berufstätig. Ja. Gell? Okay. Außer ich. Sie müssen mir ganz kurz noch sagen, Sie haben eine schwere Erkrankung hinter sich, Chemotherapie, Operation, sind seit einem Jahr etwa mit der Behandlung fertig. Ja. Was ich gerne wissen würde, inwieweit hat Sie denn jetzt so menschlich die Krankheit verändert? Ich möchte mal so sagen, ich habe mich jetzt selber entdeckt, eigentlich zum Positiven, weil die Sache hat auch was Positives gehabt, auch wenn ich leider mehrere Probleme habe körperlich, aber sonst muss ich sagen, mein ganzes Umfeld, meine Einstellung zum Leben, auch so, ich nehme alles viel leichter. Ja, und genieße das Leben einfach mehr. Ich bin jetzt mehr mal auf dem Berg und genieße die Sonne oder gehe mal irgendwo Kaffee trinken, was ich mir früher nicht so erlaubt habe. Und Sie sind heute auch... Ich dachte, ich muss funktionieren. Ja, und Sie sind heute auch extrem relaxed. Gell? Ja, sowieso, das wissen Sie ja jetzt schon gemerkt. Ja. Also jetzt gehen wir mal rein und überraschen die einmal rückwärts durch die Tür. Sie warten ganz kurz hier, Frau Herrmann. Ich hole Sie dann dazu. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir überhaupt den Herr Herrmann ausfindig machen. Ah, hier einmal ums Eck. Essen gibt's wohl noch nicht. Mal gucken. Schönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen in der Landesschau im SWR-Fernsehen. Ja, hallo erstmal. Sind Sie der Herr Herrmann? Ja. Sibylle Möck, schönen guten Abend. Guten Abend, ja. Herr Herrmann. Ja, wie kommen Sie? Sie machen Überraschung, total. Ach, ja. Ja, ich bin eingeladen worden. Okay. Von Ihrer Frau. Ah, toll. Wo ist sie denn, mein Schatz? Kommen Sie doch gerade mal rein. Hallo, Elke. Ja. Jetzt seid ihr erstaunt, das ist meine Überraschung, gell? Live. Ja, hallo. Ja, sag mal. Herr Herrmann, Ihre Frau möchte Ihnen mal Danke sagen. Ja. Dafür, dass Sie in so einer schweren Zeit für Sie da waren. Deshalb hat sie uns eingeladen. Vor großem Publikum, alle Zuschauer zu Hause, können Sie jetzt nämlich sehen. Und ich würde sagen, Frau Herrmann, das ist jetzt Ihr Moment. Bitte. Genau. Ja. Lieber Heinz. Ja, Elke. Seit mehreren Jahren habe ich gesundheitliche Probleme. Okay. Letztes Jahr hatte ich einen Tiefpunkt. Da hat mich leicht der Brustkrebs erreicht. Okay. Ich habe es geschafft, Gott sei Dank, und ich erfreue mich des Lebens. Mhm. Weil ich habe gedacht, ich lebe dieses Jahr nicht mehr. Mhm. Und du bist so auf meiner Seite gewesen, hast mich unterstützt, hast mich aufgemuntert. Du hattest nie den Gedanken, dass ich sterben musste. Das war schon mal das ganz Positive. Und meine Schwester und mein bester Freund, die haben mich auch so aufgefangen, vor allem meine Schwester, muss ich sagen. Von der ersten Stunde an sind wir durch ein tiefes Tal, aber man kam wieder raus. Ja. Und so eine Schwester, so ein Mann und so ein Freund ist ganz wichtig und das hat nicht jeder. Und deshalb kriegen Sie heute von uns ein Dankeschön. Und wir wissen, Herr Herrmann, Sie sind Fan vom Wetter. Die lieben Freunde, ja. Ja, die sind die Lustigen, die gefallen mir. Ja.
Und wissen Sie, mit dem Wetter bin ich auch etwas verbunden. Ich mache für viele etwa ein bisschen der private Wetterfrosch manchmal. Wenn die nicht genau wissen, dann sagen sie, oh, du musst mal der Heinz fragen, der weiß das. Ja, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal fragen, Herr Herrmann, wie ging es Ihnen denn damals mit der Diagnose? Da haben Sie doch selber auch Angst und Sorge um Ihre Frau gehabt, ja, oder? Ja, das war erst, wie wenn Sie aus dem Traum aufwachen. Ja. Ja, und da sind Sie total perplex im ersten Moment und dann wissen Sie irgendwann, fangen Sie sich wieder und dann wissen Sie, es ist Realität. Ich muss einfach versuchen, mitzuleben und das Beste draus zu machen. Und wie konnte sie Ihrer Elke dann helfen? Ich habe sie in jeder Hinsicht einfach unterstützt. Ich bin mit ihr jeden Weg gegangen, so gut es ging. Ich habe aber nebenbei auch noch gearbeitet. Das war ja auch irgendwo selbstverständlich. Und wenn ich dann keine Zeit hatte mal, dann waren die anderen da. Die anderen da, ja. Und das sind Freunde, verstehen Sie? Das verstehe ich. Jetzt haben wir aber noch was vergessen. Wir hatten nämlich noch ein Original-Wetter-T-Shirt für Sie von unseren Wetterreportern. Guten Abend, Herr Milner. Wetter aus Bad Rimmelsau, hallo. Welche Überraschung. Im Namen aller Kollegen für Sie als Andenken ein Original-Wetterreporter-T-Shirt mit allen Unterschriften. Ich glaube, das haben Sie sich wirklich verdient. Das so, ist super. Ich würde sagen, mit dieser schönen Überraschung gehen wir zurück. Ich werde es nie vergessen, wenn ich Sie wieder sehe am Fernsehen.